So machen wir es. Also dann vielen herzlichen Dank. Mega, dass ihr hier seid, live oder aus der Konserve. Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht zum Thema planetpositiven Geschäftsmodelle oder der Frage, warum denn regenerativen Unternehmen die Zukunft gehört und was vielleicht auch regenerative Unternehmen überhaupt sind. Ob es sowas überhaupt gibt oder ob das vielleicht nur in einem Ökosystem oder so funktioniert. Genau. Mein Name ist Jan Schmiermund. Helfe Unternehmen dabei, mit diesen ganzen Herausforderungen und Challenges, die die globale Nachhaltigkeitstransformation mit sich bringt, umzugehen und da einen Weg zu finden, entsprechend durchzunavigieren und das Ganze zu meistern. Im Kontext meiner Arbeit bei den Innovation Years, wir sind eine Transformationsberatung. Das heißt, das, was wir machen, sind tatsächlich grundlegende und komplexe Veränderungsprozesse innerhalb von Unternehmen. Die begleiten wir, da helfen wir Unternehmen bei. In der Regel sind das große Unternehmen, Konzerne und große Mittelständler. Aber es ist auch der ein oder andere kleinere Kunde mit darunter. Wenn euch das interessiert, da steht die Domain. Ansonsten war es das mit der Werbung. Wer sich mit mir verbinden will und das noch nicht ist, mein Name findet man, das ist ein Vorteil, wenn man Schmiermund heißt, den gibt es gar nicht so oft. Also ihr findet mich im Internet, wenn ihr das googelt. So, worüber sprechen wir heute eigentlich nicht? Wir sprechen heute nicht über den überlasteten Planeten, obwohl wir es sollten. Wir sollten eigentlich über den überlasteten Planeten sprechen, denn tatsächlich ist es so, dass der überlastete Planet Auswirkungen hat auf das Geschäft von sehr, sehr vielen Unternehmen. Es war jetzt vor kurzem von der Europäischen Investitionsbank, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine Umfrage. Zwei Drittel der befragten Unternehmen haben tatsächlich jetzt schon, heute schon Auswirkungen auf ihr Geschäft, sei es die Lieferkette, sei es die Absatzmärkte, sei es die Kunden oder sei es tatsächlich auch die eigene Infrastruktur, die durchaus in Gefahr ist durch die Klimakrise. Aber darüber reden wir heute nicht. Wir reden nicht darüber, dass wir dieses Jahr den heißesten Sommer aller Zeiten haben. Wir reden nicht darüber, dass wir nur noch 25% der Insekten haben, die wir vor 30 Jahren noch haben. Jeder Autofahrer, jede Autofahrerin weiß, dass da früher mal Insekten auf der Windschutzscheibe waren. Im Sommer heute sind die nicht mehr da. Das ist ein Problem. Darüber reden wir nicht. Wir reden nicht darüber, dass die planetaren Grenzen reihenweise überschritten sind in sehr, sehr großem Maße. Wir reden nicht darüber, dass wir, obwohl wir seit 30 Jahren wissen, dass wir den Planeten überlasten, ihn jedes Jahr mehr überlasten. Ja? Wir reden also nicht darüber, dass der World Overshoot Day jedes Jahr ein Stückchen früher ist. Und da können wir noch so nachhaltig sein. Es wird nicht besser. Lassen wir heute weg, das Thema. Wir lassen auch weg, dass wir diesen Sommer in dem verregneten Sommer in Deutschland, in sehr vielen Nachbarländern, große, große Dürren hatten, auf der ganzen Welt, aber auch in unseren Nachbarländern, dass wir in Frankreich richtig krasse Wasserprobleme haben. Jetzt ist es aktuell ist es so, dass 40.000 Menschen in Frankreich kein Trinkwasser haben und das ist nicht irgendwann in der Zukunft, sondern das ist heute und das ist auch nicht irgendwo, sondern in unserem Nachbarland. Aber, wie gesagt, darüber reden wir nicht. Warum reden wir darüber nicht? Wir reden darüber nicht, weil die meisten von euch, die hier sind oder sich dieses Video jetzt im Internet anschauen, das sowieso schon wissen und diese Verantwortung dafür sowieso schon in sich tragen. Wir reden darüber auch nicht, weil es auch Menschen gibt, die sagen, das will ich gar nicht hören. Diesen erhobenen Zeigefinger, das brauche ich nicht. Ja, das erzeugt vielleicht Widerstände, ne? Vielleicht nicht unbedingt bei euch, die ihr jetzt hier im Video seid, sondern bei denen, die ihr bei euch im Unternehmen überzeugen müsst dafür. Das kann ja sein. Deswegen reden wir darüber heute nicht. Und wir reden darüber nicht, weil es überhaupt nicht nötig ist. Es ist nicht notwendig. Regenerative Geschäftsmodelle, ein regeneratives Unternehmen zu sein, erfordert nicht, sich über die Grenzen des Planeten insofern Gedanken zu machen, dass man sagt, okay, wir müssen da jetzt was gegen tun, weil muss man ja machen, ist irgendwie schlecht, wir haben irgendwie Kinder und so, muss man nicht machen. Die Geschichte geht nämlich anders. Die geht folgendermaßen, es gibt zwei Teile. Erster Teil, da draußen tobt die Nachhaltigkeitsrevolution. Das haben die meisten von euch wahrscheinlich schon mitbekommen. Da passiert ziemlich viel auf globaler Ebene in ganz, ganz vielen Kontexten. Also, wir haben
globale Ordnungen, die sich verändern in Bezug auf die Wirtschaft. Wir haben den Inflation Act in den USA. Wir haben eine chinesische Wirtschaft, die die Solarindustrie beispielsweise dominiert. Und in nicht allzu ferner Zukunft auch wahrscheinlich die Autoindustrie, die deutsche Autoindustrie ein bisschen hinterherhängt. Also wir haben große, große Disruptionen innerhalb der Wirtschaft, was das, was den Kontext Nachhaltigkeit angeht. Wir haben ganz, ganz neue Spielregeln, die gelten. Hier in Europa, in Deutschland merken wir das durch die regulatorischen Auswirkungen aus dem sogenannten EU Green Deal. Da war einmal die von der Leyen, sagt, oh, der Green Deal. Oh, ist ja schön, der Green Deal. Jetzt ist die CSRD da. Alle größeren Unternehmen haben davon schon gehört und sind hoffentlich dabei, das auch schon umzusetzen, die Berichtspflicht umzusetzen und auch die Transformation, die damit zusammenhängt, umzusetzen. Markt- und Kundenanforderungen verändern sich. Also es ist eine richtig, richtig große Disruption, die da gerade stattfindet. Und zwar die größte seit der Digitalisierung, vielleicht auch die größte seit der Industrialisierung. Denn eins ist klar, die Wirtschaft der Zukunft muss und wird eine andere sein. Denn wenn sie es nicht wird, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann haben wir nämlich wahrscheinlich gar keine Wirtschaft mehr. Also, wenn man in die Zukunft schaut, vielleicht nicht 3 Jahre, sondern 10 oder 15 Jahre, dann ist das auch ganz deutlich. Alle Trends zeigen, dass die Wirtschaft verändert sich ganz, ganz, ganz massiv. Und damit müssen Unternehmen umgehen. So, Teil 1 der Geschichte. Teil 2 der Geschichte. Da draußen gibt es, wir nennen das die planetaren Bedarfe. Das heißt, es gibt ziemlich viel zu tun. Wir haben den überlasteten Planeten gesehen, aber daraus ergeben sich Bedarfe. Das ist ja ein Begriff, wo man als Unternehmer, als Unternehmerin normalerweise hellhörig wird. Aha, Bedarfe. Was haben wir für Bedarfe? Die Bedarfe lauten zum Beispiel, dass CO2 muss wieder raus aus der Luft. Es reicht nicht, einfach nur ein bisschen weniger hinzuzufügen, sondern wir müssen CO2 aktiv der Atmosphäre entziehen. Dafür gibt es sehr viele verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Wir müssen die Biodiversität wiederherstellen. Das heißt, diese Insekten, die müssen zurück auf die Autoscheibe und idealerweise auch zurück auf unsere Felder, auf unsere Wiesen, in unsere Wälder. Denn da gibt es Vögel, die zum Beispiel diese Insekten fressen und die auch in gar nicht so kleiner Zahl auch verschwunden sind. Da gibt es Nutzpflanzen, die bestäubt werden wollen. Wir brauchen die Insekten. Wir brauchen die Insekten. Das CO2 muss raus. Was auch schön wäre, wenn das ganze Mikroplastik aus unserem Blut wieder draußen wäre. Da ist es nämlich schon drin. Im Trinkwasser ist es auch. Überall in der Luft, die wir jetzt alle hier gerade einatmen. Ich atme gerade Mikroplastik ein. Wir alle atmen gerade Mikroplastik ein. Wäre irgendwie schön, wenn das wieder draußen wäre. Es wäre super, wenn das Wasser zurückkommt. Also wenn die Menschen da in Frankreich wieder Wasser hätten und so weiter. Also es gibt einiges zu tun und jetzt kann man sagen, ja gut, und weiter? Wer bezahlt das alles? Ist da Geld im System? Naja, da ist Geld im System, ich habe es eben gesagt. Also da gibt es den Inflation Act, da gibt es den EU Green Deal, da gibt es ganz viele verschiedene Mechanismen, die momentan in Gang sind und die dafür sorgen, dass Gelder anders verteilt werden. Der EU Green Deal enthält die EU-Taxonomie, der bedeutet, dass wir das Unternehmen, die gemäß der EU-Taxonomie nachhaltig wirtschaften, sich besser finanzieren können, um es mal ganz knapp in der Nutshell zu sagen. Und das ist nur eine Sache. Wir haben jetzt, gerade in Holland haben wir es gesehen, vor einigen Tagen hat das niederländische Parlament der Regierung, die Regierung aufgefordert, die fossilen Subventionen abzuschaffen. Das heißt, das Geld fließt woanders hin. So. Also, da ist Geld im System für die planetaren Bedarfe. Gut, was heißt das jetzt? Es gibt ein paar Pionierunternehmen, die haben das schon erkannt. Und die adressieren diese planetaren Bedarfe mehr oder weniger direkt oder auch indirekt, mehr oder weniger vollständig mit ihrem gesamten Geschäftsmodell, mit Teilen daraus, sind auf der Reise an verschiedenen Punkten.
und sind damit auch immer erfolgreicher. Und immer mehr Unternehmen haben das auch bereits erkannt, dass das ein Weg ist und sind auf dem Weg. Ich habe mal hier ein paar Logos zusammengestellt, was wir so gefunden haben. Und das sind natürlich nicht alle, sondern das sind ein paar Beispiele, die ich jetzt gleich im Laufe des Vortrags auch nochmal mehr oder weniger ausführlich vorstellen werde. Genau. Aber wie ist es denn in der großen Masse aktuell? Ich weiß ja nicht, wie es bei euch im Unternehmen ist. Oder in den Unternehmen, die ihr so kennt, oder bei euren Kunden. Viele Unternehmen haben ein Geschäftsmodell und es funktioniert. Und das machen wir jetzt weiter. Wir sind gefangen im eigenen Geschäftsmodell. Und weil es ja jetzt so ist, dass da diese CSRD kommt und dieser Druck kommt und man jetzt ja irgendwie immer nachhaltiger werden muss und Nachhaltigkeit ein Businessfaktor geworden ist, versuchen die Unternehmen, viele Unternehmen, das eigene Geschäftsmodell ein Stück weit weniger schädlich zu machen. Wir wollen ein bisschen weniger CO2 ausstoßen. Wir wollen ein bisschen weniger Plastikmüll verursachen. Wir wollen den Urwald ein bisschen langsamer abholzen. Sowas, ne? So, das ist das Ziel, Reduktion des eigenen Schadens, weil das sieht natürlich auch dann in den entsprechenden Berichten gut aus. Das ist auch das, was primär gefordert wird. Und das führt natürlich dazu, dass man mit den Wettbewerbern auch da nochmal in einen Wettbewerb kommt. Wer ist denn hier eigentlich der Nachhaltigste? Bei sonst gleicher Eignung wird immer häufiger der nachhaltigere Lieferant bevorzugt, weil das eben für die Kundschaft, insbesondere im B2B-Bereich, dann auch für die eigene Berichtspflicht wiederum besser ist. So. Kompensation macht man dann noch. Do less harm to the planet. Was ist aber die eigentliche strategische Frage? Die schlaue Frage. Die schlaue Frage ist doch, wie können wir als Unternehmen einen möglichst großen positiven Impact, also wie können wir diese planetaren Bedarfe adressieren und daraus ein Geschäft machen? Man kann sich auch fragen, wie können wir aus Nachhaltigkeit und Do Less Harm ein Geschäft machen? Kann man auch machen, ja, erster Schritt, alles klar. Aber richtig schlau ist es zu sagen, wie können wir dann diesen positiven Impact haben? Auch wegen der Zukunft und der Verantwortung und so. Also so ein bisschen diese Plattformmodellfrage. Kosten zu Erlösen machen, ne? Das kommt ja eigentlich aus dem Plattformdenken heraus. Ne? Die Kosten, die man hat, wenn man sich umstellt auf mehr Nachhaltigkeit, die kann man natürlich, also man kann natürlich Ersatzinvestitionen tätigen. Ne? Man kann sagen, okay, alles klar, wir sind jetzt, weiß ich nicht, Logistiker oder so. Wir fahren mit Diesel-LKWs und wir werden jetzt Do Less Harm. Wir machen jetzt, stellen unsere Flotte um und haben dann jetzt Elektro-LKWs oder Biodiesel. Kostet einen Haufen Geld und ansonsten machen wir genau das Gleiche wie vorher. Ja, so, das heißt, wir haben Kosten für unsere Nachhaltigkeit oder für mehr Nachhaltigkeit und ändern aber ansonsten nichts am Geschäftsmodell und haben auch nicht ausreichend aus unserer Sicht die Veränderung der Wirtschaft mit im Blick. Was man aber eben machen kann, ist zu sagen, okay, dann, also man darf ja Do Less Harm machen, aber wie wäre es denn, wenn man das Ganze mal neu denkt und sagt, okay, aber was gibt es denn da vielleicht an neuen Geschäftsmodellen, an Dingen, die jetzt noch nicht da sind? Was können wir denn zusätzlich machen? Oder wie können wir das vorhandene Geschäftsmodell ein Stück weit transformieren, verändern, anpassen, um aufgrund dessen, was wir tun, die planetaren Bedarfe mit zu adressieren? Das ist jetzt alles noch ein bisschen abstrakt, da kommen wir aber gleich noch konkreter drauf, auch spätestens dann bei den Beispielen. Wenn man das jetzt macht, ne? Was heißt das? Ne? Also okay, wir machen jetzt Impact First. Also wir sagen jetzt, wir als Unternehmen sind dafür da, dass es einen positiven Impact auf den Planeten gibt. Und da müssen wir natürlich am Schluss auch Geld verdienen. Klar, aber erstmal ist wichtig, dass wir Impact First gestalten. Das ist die Umkehrung von Profit First. Ne? Bei Profit First sagt man, ja, nachhaltig ist alles,
Super, wichtig, sollten wir auf jeden Fall machen. Und grün finde ich gut, aber am Schluss muss die Kohle stürmen. Ne? Zack. So. Das ist Profit First. Impact First ist, klar, wir müssen irgendwie wirtschaften, aber vor allem müssen wir einen positiven Impact auf den Planeten haben und auch auf die Menschen auf dem Planeten. Das ist ein etwas anderes Denken. Und innerhalb dieses Denkens kann man die Geschäftsmodelle erneuern, erweitern, neue Produkte entwickeln. Ich lese das nicht alles vor, was hier steht. Und wenn man das dann hat, dann geht es darum, das Unternehmen entsprechend umzubauen und eine Transformation zu starten. Nicht von heute auf morgen, aber eben über einen entsprechend längeren Zeitraum. So. Genau. Ah ja, da ist noch einer. Warum sollte man das tun? Naja, man ist als regenerative Organisation deutlich zukunftsfähiger, weil man eben Wettbewerbsvorteile hat. Man ist nicht nur ein bisschen nachhaltiger, sondern wir sehen gleich auch noch ein Bild, wo das nochmal deutlicher wird. Wenn man als regeneratives Unternehmen unterwegs ist oder als Unternehmen, was Richtung regenerativ sich entwickelt, dann ist man von den ganzen Regulatorien deutlich weniger gestresst. Sag ich mal. Da kann man deutlich entspannter morgens aufstehen, als wenn man das nicht macht. Es hilft auch bei der Resilienz gegen den Klimawandel. Also Regionalität ist etwas, was hilft. Oder auf regenerative Landwirtschaft beruhende Rohstoffe sind deutlich sicherer und besser für die Zukunft aufgestellt als solche, die das nicht tun. Und es gibt eben auch Synergieeffekte. Auch das werden wir gleich in Beispielen sehen. Also, kleines Zwischenfazit. Also, Do Less Harm reicht nicht aus. Für den Planeten nicht und reicht auch für das Unternehmen nicht aus. Ein zu starker Fokus auf Do Less Harm kann den Blick für Chancen verstellen. Also, man ist nicht nur einfach in einer ganz starken kompetitiven Element, sondern man hat eben auch seine Chancen, die es da draußen in dem blauen Ozean gibt, möglicherweise nicht gesehen. Und Impact First ist offenbar eine gute Idee. Und jetzt seht ihr hier schon so eine Grafik. Manche von euch kennen die. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Da geht es nämlich darum, was ist das eigentlich, dieses Regenerativ. Ja? So. Das ist eine Grafik, das ist die sogenannte REIT-Grafik. Also wenn ihr anfangt, regenerative Geschäftsmodelle, regeneratives Business zu googeln, dann kommt ihr an dieser Grafik nicht vorbei. Die findet ihr in verschiedensten Ausführungen. Aber der, im Kern ist es immer die gleiche Grafik. Hier seht ihr, dass diese Grafik zwei große Bereiche hat. Ihr habt den linken Bereich und den rechten Bereich. Der linke Bereich, da geht es um das degenerative Wirtschaften und der rechte Bereich ist das regenerative Wirtschaften. Beim degenerativen Wirtschaften geht es darum, aus dem Planeten Ressourcen rauszupressen und das in Geld umzuwandeln. Und das immer mehr. Immer mehr. Und noch mehr. Wachstum. Wir wachsen. Wir machen wir holen ganz, ganz viele Rohstoffe raus. Wir nehmen ganz viele planetare Ressourcen, ökologische Ressourcen in Anspruch und transformieren das in Geld. Das passiert auf der linken Seite. Und zwar unterschiedlich schlimm, kann man sagen. Ne? Ganz links gibt es diesen konventionellen Bereich, das heißt Do with the Law. Das heißt, wir machen nur das, was unbedingt gesetzlich erforderlich ist für den Bereich Ökologie. Und da sind relativ viele Unternehmen. Und ich habe eben schon gesagt, einige Unternehmen oder die sich mit der CSRD nicht so richtig befasst haben oder das nicht haben kommen sehen, die werden jetzt von so einem Bulldozer quasi überrollt. Ja? Weil das Law, das, was konventionell eben jetzt erforderlich ist, das zieht gerade rasant an und das setzt einige Unternehmen gerade unter Stress. So, das heißt, dieses konventionell bewegt sich gerade sehr stark nach rechts. Dann haben wir grün. Das ist das, was die meisten Unternehmen unter Nachhaltigkeit verstehen. Do less harm. Wir machen es ein bisschen weniger schlimm. Und das ist insofern, also das ist nicht nur nicht ganz so gut, sondern das ist eigentlich immer noch schlecht, weil es immer noch degenerativ ist. Und wenn wir uns Motoren angucken, ja, Verbrennermotoren, wir gucken uns Verbrennermotoren an und die werden ja im Laufe der Zeit immer effizienter. Ne? Die haben also pro PS deutlich weniger CO2 als noch vor 20 Jahren oder vor 50 Jahren. Und dennoch haben wir immer mehr CO2-Ausstoß durch Verbrennermotoren.
weil die Autos einfach immer größer werden. Das ist also diese Effizienz, und es immer mehr Autos gibt. Also diese Effizienzgewinne, die man hat durch Effizienzmaßnahmen, die dann sich auf, auch auf zum Beispiel CO2 auswirken, und die führen dazu, dass immer mehr produziert wird oder dass Geld eingespart wird und dieses Geld wird woanders investiert. Und man kauft Dinge, die eben auch wieder letztendlich schädlich sind für den Planeten und planetare Ressourcenverbrauch. So, das ist grün, die bisherige Strategie der meisten Unternehmen. Dann gibt es in der Mitte, das ist, das nennt man dann das echte nachhaltig, no additional harm. Also wir machen mit unserer, mit dem, was wir tun, keinen zusätzlichen Schaden. Da sind die wenigsten. Und der Schritt von grün zu nachhaltig auf dieser Grafik ist auch tatsächlich der schwierigste von allen. Es gibt so ein paar klimaneutrale Unternehmen, die haben sich freigekauft mit Kompensation. Ich sage das jetzt hier so deutlich, freigekauft. Es gibt mehr oder weniger gute Kompensationsprojekte und es gibt einen Diskurs darüber, was denn nicht vermeidbare Emissionen sind. Dennoch ist es so, dass sehr, sehr viele Unternehmen sich freikaufen und einfach weitermachen wie bisher und sagen, naja, komm, wir investieren jetzt ein bisschen Geld in einen Dienstleister, der uns dann verspricht, dass er irgendwo Urwaldprojekte hat. Und damit haben wir dann unsere Schuldigkeit getan und sind zumindest beim Bereich CO2 auf null. Das ist in den meisten Fällen aus meiner Sicht nicht korrekt. So, aber das ist die Mitte. Und dann geht es eben weiter nach rechts. Da haben wir eben die Impact First Unternehmen, da geht es darum, Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen zu gestalten. Da geht es nicht darum, nicht mehr zu wirtschaften, sondern da geht es eben darum, dem Planeten etwas zurückzugeben, giving back. Und restaurativ heißt, wir forsten zum Beispiel auf. Und regenerativ heißt, jetzt stocke ich, weil das, was es wirklich heißt, ist auch noch zu definieren. Aber es gibt Menschen, die sagen, regenerativ bedeutet, dass wir als Menschen und auch als wirtschaftende Menschen und auch als Unternehmen uns als Teil dieses Planeten und dieses Ökosystems im ökologischen Sinne auch verstehen. Und dass es darum geht, Wachstum und Leben und Gedeihen zu ermöglichen. Ja? Also, dass wir ein Gedeihen haben, so wie Lebewesen im Wald gedeihen, Symbiose haben. Auch Bäume wachsen, aber sie wachsen nicht unendlich und es ist eben ein System. Und wir Menschen sind, das muss man schon sagen, Teil dieses Systems. Wir sind Teil der Natur und das ist eben eine Definition von regenerativ. Und dann ist momentan, ist es in der Diskussion, wie sich das tatsächlich für einzelne Unternehmen dann definiert. Und da kann man durchaus auch interpretieren. So, jetzt kommen wir hier mal zu ein paar Beispielen. Ja, jetzt bin ich schon eins zu weit. Auf dieser Grafik kann man jetzt als Unternehmen auf verschiedenen Positionen sein. Und wir gucken uns jetzt einfach mal so ein paar Beispiele an, wie sowas aussehen kann. Ich habe ein paar Startups mitgebracht. Ich habe aber auch ein paar Unternehmen mitgebracht, die es durchaus schon länger gibt, die man zum Mittelstand zählen kann und auch einen globalen Marktführer, nämlich Interface. Fangen wir mal mit dem Dr. Reckhaus an. Der Dr. Reckhaus ist ein richtig guter Typ, finde ich. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe viel von ihm gehört. Man kann sich seine Geschichten in Podcasts anhören, in diversen Podcasts. Man kann die Geschichte nachlesen, die er gemacht hat. Dr. Reckhaus, der Fliegenritter. Ne? Und der Dr. Reckhaus, der hat einen mittelständischen in Betrieb der chemischen Industrie und das, was er so herstellt, sind Insektenvernichtungsmittel für zu Hause. Ja, die, wenn man mal so ein paar Insekten umbringen will, dann kann man das mit den Dr. Reckhaus-Mitteln machen. Die kann man kaufen, bei der Drogerie zum Beispiel. Und die seht ihr hier auch links auf der Grafik. Rekozit heißt das. Das sind dann so, ich glaube, das sind auch die Ameisenvernichter mit drauf, ne? Oder irgendwelche Fliegenfallen. Und ihr seht schon, er hat da auf diese Packung solche Warnhinweise drauf gemacht, wie auf den Zigaretten. Ja. Der Dr. Reckhaus hat sich nämlich irgendwann vor, ich glaube, 2011 entschieden, zu sagen, okay, das, was ich hier tue, ist irgendwie nicht gut. Es ist nicht richtig, die Insekten umzubringen. Das war 2011. Ja, da hat keiner von
uns. Ich habe da nicht dran gedacht, ja, dass das irgendwie keine gute Idee ist, dass Fliegen einen Wert haben. Es ist eine schöne Geschichte, wie es dazu gekommen ist. Es hat was mit Künstlern zu tun und er hat dann in einer Kampagne Fliegen um die Welt geschickt und in den Urlaub geschickt. Also wirklich sehr, sehr spannend. Erzähle ich hier in der Breite nicht. Aber er hat eben diese Dinge, diese Insektenvernichtungsmittel, die er noch verkauft, von denen er aber selber sagt, die sollen weniger werden. Wir möchten die weniger verkaufen. Unsere Branche soll schrumpfen. Und deswegen druckt er diese Warnhinweise da drauf. Und das kann man sagen, okay, do less harm, ein bisschen weniger Insektenvernichtungsmittel verkaufen. Ja. Und er hat im Zuge dessen aber auch ein Label entwickelt, das heißt Insect Respect. Das ist auf diesen Dingern hier drauf. Ich zoome mal hier kurz rein. Ne? Man sieht das hier auf dieser Packung, ja, Insect Respect. Und das bedeutet, dass es eine Form von Kompensation gibt, aber nicht im Sinne von, ich gebe mal Geld und irgendjemand baut da was, sondern mit Insect Respect legt der Dr. Reckhaus eigene Blühwiesen an, Lebensräume für Insekten auf Unternehmensdächern, an, weiß nicht, verschiedenen Flächen, in Industriegebieten und ne, an immer mehr Flächen, baut er Lebensräume für Insekten. Das heißt, das, was er tut, ist Insekten wieder herbringen. Ja? Und damit kann man Geld verdienen. Das Geschäftsmodell nennt sich Landschaftsbau. Ja? Garten- und Landschaftsbau. Damit kann man Geld verdienen und es gibt tatsächlich Unternehmen, die dafür Geld bezahlen. Ich kenne jetzt seine Zahlen nicht. Aber jetzt kürzlich habe ich es wieder in einem Podcast gehört. So langsam kommt man damit auch auf den grünen Zweig. Und er hat, das wäre dann hier quasi restaurativ, repariert Dinge. Und in der Mitte seht ihr jetzt noch diese Fruchtfliegenfalle, eine Fruchtfliegenlebendfalle, die hat unten so einen Geruchsstoff drin und die Fliegen fliegen dann durch diesen Trichter da rein und dann kommen sie aber nicht mehr raus, finden den Weg nicht mehr raus und dann kann man diesen Trichter aufmachen und kann sie dann draußen fliegen lassen. Ja. Do no additional harm. Keine Fliege wird umgebracht, aber es wird eben auch keine neue hinzugefügt. Ne? Und so ist das, was Dr. Reckhaus macht, über diese Grafik ein Stück weit verteilt. Ja? Und er bewegt sich eben in eine Richtung immer weiter nach rechts. Und oben habe ich euch nochmal das Bild von vorhin hingemalt, ne? Mit dem eigenen Geschäftsmodell, in dem man gefangen ist, ne? Mit den Insekten, do less harm. Ne? Also diese Gifte, so ein bisschen, da hat er jetzt einen Aufkleber drauf gemacht. Und da ist er drin, ist eine gute Sache. Aber er hat eben auch völlig neue Geschäftsmodelle entwickelt, nämlich Garten- und Landschaftsbau. Kann ich nur empfehlen, guckt euch das mal an. Sehr spannend. Der Dr. Reckhaus. Ein anderes Beispiel sind die Carbonauten. Den Menschen, den ihr da seht, das ist der Thorsten Becker. Richtig, richtig guter Typ. Den kenne ich auch persönlich. Wir hatten letztens eine Veranstaltung auch mit Thorsten. Und das, was Thorsten macht, ist Pflanzenkohle. Das ist ja nicht der Einzige, der das tut. Viele tun das, aber ich finde, die Carbonauten machen es auf eine ganz besonders gute Art. Und Pflanzenkohle kann man auf unterschiedliche Weise herstellen. Das gibt es mannigfaltige Unterschiede. Aber im Prinzip ist es so wie hier auf der Grafik, die ich von der Carbonautenseite habe. Pflanzen ziehen CO2, nehmen CO2 auf und dann werden Pflanzenreste, Spelzen von vom Getreide, alte Holzbretter, was auch immer, werden in einem Verkohlungsprozess zu Kohle verarbeitet. Und dabei geht ein gewisser Teil des CO2s raus in die Luft, aber der Rest bleibt drin und dann ist das am Schluss Kohle. Und mit der Kohle kann man verschiedene Dinge machen. Was man damit nicht machen sollte, ist sie verbrennen. Also man sollte damit nicht grillen. Aber man kann diese Kohle, weil dann geht das CO2 natürlich wieder raus in die Luft, ist klar. Man kann mit dieser Kohle ganz viele verschiedene Dinge machen. Man kann sie in den Boden einbringen, Terra Prata-Prinzip. Das verbessert den Boden, das verbessert die Wasserhaltekräfte des Bodens. Es gibt verschiedene positive Eigenschaften, die der Boden dadurch hat für die Landwirtschaft. Der Boden zieht dadurch auch insgesamt wieder mehr CO2 aus der Luft. Man kann aus der Kohle aber eben auch ganz viele andere Sachen machen. Das finde ich richtig, richtig spannend, nämlich Polymere, Plastik.
Ja, Plastik kann man machen. Da oben seht ihr, das ist die Firma Formcase, das ist so ein Beispiel. Diese Kiste, die ihr da seht, das ist so ein Ding, wo so iPads drin sind, so Klassensätze. Ja? Und diese Kiste ist aus Biokohle gewonnenen Polymeren entstanden. Ich bin ja jetzt auch kein Produktionsexperte, ne? Aber ich weiß das eben von Thorsten, er hat es so erklärt und steht auch auf der Webseite. Weil es diese Kiste gibt, aus Plastik, also aus Polymeren, aus Biokohleplastik, ist weniger CO2 in der Luft, als wenn es diese Kiste nicht geben würde. Ganz im Gegensatz zu einer Kiste aus fossilen Erdöl. Baustoffe, Zement. Es entsteht dabei Wärme. Also das ist die Biokohle, Pflanzenkohle ist ein für ganz, ganz viele Geschäftsmodelle und ganz, ganz viele Unternehmen, die irgendwas mit Material zu tun haben, etwas, was man sich anschauen sollte, und um zu überlegen, ob man nicht statt einem Material, was CO2 erzeugt, Materialien haben kann, die CO2 aus der Luft rausziehen. Ne? Also einen planetaren Bedarf adressieren. Und ja, also es gibt viele Unternehmen, Investoren, die sich dafür interessieren, interessanterweise vor allem in China und weniger in Deutschland. Auch sehr spannend. Guckt euch das gerne mal an, was der Thorsten dazu auch schreibt oder postet. Material. Jetzt kommt eins meiner Lieblingsbeispiele. Das ist die Firma Green Elephant Biotech. Die sitzen übrigens hier im Tick, wo wir jetzt auch gerade stehen und dieses Video hier aufnehmen. Die sitzen hier oben in den Räumlichkeiten und entwickeln da etwas, was ich auch richtig, richtig cool finde. Habe ich bei einem Vortrag kennengelernt im Makerspace. Da geht es um so Medizin. Wie sage ich das? Also in der Medizin, in der Forschung, in Laboren, da werden ja Sachen angezüchtet, Viren, Pilze, sowas. Ne? Und das macht man ja normalerweise oft in diesen Petrischalen. Und da wird das dann angezüchtet, dann kommt das da in diese Kästchen da rein, wird dann da in diesen Schränken gebaut. Das sieht man hier unten so ein bisschen bei den Common Systems, wie das dann so aussieht. Die sind dann in diesen Schränken drin. Und wenn das dann halt fertig gezüchtet ist, dann wird das Zeug verbrannt aus hygienischen Gründen. Das muss man so machen, ne? Verständlich. Und wenn das eben ganz normales Plastik ist, boah, ne, Kunststoff, dann hat man danach CO2 in der Luft. So, und was macht jetzt Green Elephant? Green Elephant hat sozusagen eine Multi-Innovation quasi entwickelt. Das ist diese Flasche. Und jetzt bin ich da wirklich kein Experte, aber das sind so Spiralen drin. Und ich habe mir wurde es so erklärt, da ist pro Fläche deutlich mehr Zuchtfläche möglich. Ja? Also man kann in diesen Flaschen deutlich mehr Viren auf kleinerer Fläche produzieren als in diesen Plättchen, die man hat. Das Ganze ist aus Maispolymeren. Das heißt, da wird sozusagen aus Mais wird eine Art Kunststoff hergestellt. Daraus ist diese Flasche. Und wenn er dann verbrannt wird, dann gehört nur das CO2 in die Luft, was eben vorher durch den Mais aus der Luft herausgezogen wurde. Das Ganze ist aufgrund des Materials im 3D-Druckverfahren herstellbar und dadurch deutlich günstiger, besser, weil mehr sozusagen, ne, effizienter, deutlich mehr Bakterien pro Fläche, sage ich jetzt mal laienhaft. Es zieht 90% CO2-Reduktion im Vergleich zu einem klassischen Produkt. Und billiger ist es auch noch. Und das Ganze ist natürlich ein Game Changer. Ne? Das ist jetzt, hier unten steht noch nachhaltig, und ich habe in Klammern fast geschrieben, ja, weil das sind ja eben jetzt auch nur 90% und nicht 100%. Und es ist auch nicht weniger CO2, sondern ein bisschen was entsteht ja immer noch. Aber das ist halt schon ein richtig großer Schritt. Und da kann man sich als etabliertes Unternehmen also schon auch warm anziehen. Würde ich jetzt mal denken. Also wenn ich jetzt so ein Hersteller wäre von diesen klassischen Labor-Zuchtelementen, dann würde ich mich fragen, upsi, da habe ich da vielleicht was verschlafen. Genau, also ein ganz richtig, richtig cooles Beispiel, finde ich.
Hier nochmal zwei Beispiele, die klassisch sind für, wenn man sagt, ja, die regenerativen Unternehmen. Dann sagt man nämlich, ja, die Einhorns dieser Welt und die Wildlings dieser Welt. Das sind auch wirklich richtig, richtig coole Unternehmen. Wirklich Beispiele, die oft als erstes genannt werden. Die Firma Einhorn, die erstellen unter anderem Kondome her. Die kennen ja vielleicht einige von euch. Und diese Kondome, das Latex daraus wird, kommt aus einer regenerativen Agroforstlandwirtschaft. Ja, das heißt, da wird dieses Kautschuk wird in einem Wald geerntet, was von der indigenen Bevölkerung oder von der lokalen Bevölkerung dort im Einklang mit der Natur bewirtschaftet wird. Und das sind eben keine Plantagen, sondern das passiert eben in einem, ja, das heißt Agroforst, also im Wald und Agrar in einem auf der gleichen Fläche gemeinsam wirtschaftend. Bei Wildling, die stellen Schuhe her, solche Minimalschuhe nennen die das oder Barfußschuhe. Und einige davon sind eben aus einer Wolle von einem Schaf, dessen Wolle man nicht färben kann, was aber eben eine bedrohte Art ist und die man auch gut einsetzen kann, um beispielsweise Deiche abzugrasen. Und hier hat man durch die Nutzung des entsprechenden Rohstoffs die Artenvielfalt geschützt und verbessert und trägt dazu bei, dass sie bleibt. Beide Unternehmen haben noch deutlich mehr zu bieten als nur das, sondern da sind auch wirklich, da ist Purpose dahinter. Da kann ich auch nur zu einladen, sich das mal anzuschauen, auch auf den Webseiten. Da geht es also deutlich mehr als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Es sind ganzheitlich gedachte Purpose-Unternehmen. Hier habe ich jetzt noch mal ein Beispiel mitgebracht, das ist die Firma Interface. Jetzt frage ich mich gerade, der Boden, auf dem ich stehe, ob das wohl die Firma Interface war, die diesen Boden hergestellt hat. Es ist die Firma Interface ist Weltmarktführer, was diese Vierecke, die so auf dem Boden liegen, angeht, ne? Diese Teppichquadrate oder Kunststoffquadrate. Und die sind sehr, sehr weit verbreitet. Und die sind eben auch schon sehr lange dabei zu sagen, okay, wir möchten einen positiven Impact für den Planeten haben und verfolgen diese Ziele dann eben ja langfristig und auch konsequent und haben eben auch CO2-negative Produkte. Das heißt, die haben eben auch, es gibt Bodenfliesen, die Interface herstellt, die aufgrund dessen, dass sie da sind, weniger CO2 in der Luft haben, als wenn es diese Fliesen nicht geben würde. Deren Ziel ist zum Beispiel CO2-negativ bis 2040. Kann man sich mal überlegen und mal vergleichen, was so andere Firmen für Ziele haben. CO2-neutral bis 2045 ist zum Beispiel so eins, was man öfter mal hört, oder 2050. Boah, ist ja noch lange hin. Da braucht man, kann man sich mal irgendwo hinschreiben. Ne? Aber hier hat man dann schon ein etwas ambitionierteres Ziel. Und ich bin mal gespannt, wie weit sie kommen. Genau, noch ein wunderschönes Beispiel, was ich auch persönlich sehr mag, das ist die Firma Vitel. Die hatten wir kürzlich in unserem Meetup vom Regenerative Business Network. Antje, du hast es ja erwähnt. Da veranstalten wir regelmäßig auch Meetups. Und ja, die Firma Vitel ist ein Mobilfunkanbieter. Ein regenerativer Mobilfunkanbieter, fragt man sich auch. Okay, wo soll das denn herkommen? Wie macht man denn jetzt mit Mobilfunk, wie ist man denn da regenerativ, insbesondere wenn man das Ganze noch als Reseller macht? Ne? Also die haben ja kein eigenes Netz und es gibt ja nur drei Netzbetreiber in Deutschland, Telefonica, Telekom und Vodafone. Und alle anderen sind Reseller auf deren Infrastruktur. Und Vitel hat gesagt, die Menschen, die Vitel gegründet haben, haben gesagt, wir wollen effektiv das Klima schützen. Wie geht es am besten? Mit einem Massenmarkt? Na, dann nehmen wir doch Mobilfunk. So, und ich zoome mal hier ein bisschen ran. Die machen verschiedene Dinge, was das Thema regenerativ auch angeht. Ich gehe jetzt nicht auf alles ein. Thema Datenschutz ist auch super spannend. Ich gehe jetzt quasi nur auf die klimabezogenen Dinge ein. Die investieren in Solar
und erzeugen mehr grünen Strom als die Nutzer von Retail durch den Nutzen der Infrastruktur des Lieferanten, ja, also des Netzbetreibers, verbrauchen. Das heißt, da sind sie entsprechend klimapositiv. Ja. Also das wird auf der Webseite entsprechend auch beschrieben. Und das, was sie an CO2 dennoch erzeugen durch andere Prozesse, das wird kompensiert, und zwar über Biokohleprojekte. Nicht einfach, wir geben mal irgendwie Geld an irgendwie einen Kompensationsdienstleister, sondern über Biokohleprojekte, also Pflanzenkohleprojekte, die dann der CO2 auch wieder aus der Luft holen, sodass man sagen kann, Vitel ist hier CO2-positiv. Vitel ist auch Gemeinwohlökonomie bilanziert und ist also da als ganzheitliches Unternehmen unterwegs. Und das ist natürlich, also ne, es ist ein Startup. Und beispielsweise ist es auch so, dass Vitel sagt, naja, also wir haben, uns kann man nicht mehr kaufen. Also es gibt einen Gesellschafter, es gibt also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es ist eine weitere GmbH, die Gesellschafter ist und deren einziger Zweck ist, Veto einlegen, wenn das Ding verkauft werden soll. Oder es ist ein Verein, ich kann so nicht genau sagen, was da die Rechtsform ist. Auf jeden Fall ist es so, dass es an dieses, quasi im Sinne des Verantwortungseigentums geregelt ist und dass man diese Firma nicht mehr verkaufen kann. So. Und das ist schon eine, das finde ich eine ganz schöne Sache, weil das wirkt genau dem entgegen, was dieser Turbokapitalismus sonst als Basis hat. Mehr, 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 wachsen, 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 Millionen, 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 Geld, Geld, Geld. Und genau darum geht es dann eben hier nicht. Schaut euch das gerne an. Hier seht ihr so einen QR-Code. Wenn ihr den abscannt, dann kommt ihr auf ein Video. Das ist die Aufzeichnung von unserem Meetup. Also nicht das von dem ganzen Meetup, aber von dem Impuls, den der Nico Tucher da gegeben hat. Und da erklärt er das auch nochmal ganz schön. Genau. Ah ja, hier ist nochmal dieses Purpose-Ding. Erklärt er da auch. Genau. So. Was heißt das denn jetzt? Es geht schon ein Stück weit ums Umdenken. Ja, also wenn man sowohl als alteingesessenes Unternehmen, mittelständischer Chemieunternehmer, globaler Markt, Weltmarktführer in der Produktion von Baustoffen wie Interface, als Startup, was mache ich, wie mache ich es, wie baue ich das Unternehmen auf? Es geht schon ein Stück weit darum, anders zu denken, sich Fragen zu stellen, sich zu fragen, wie viel ist eigentlich genug? Was ist eigentlich Wohlstand? Was bedeutet eigentlich das gute Leben? Ist Wohlstand das Bruttosozialprodukt? Ist Wachstum das einzige Ziel, was wir brauchen? Und wie können wir den Planeten und den Menschen, uns, unseren Kindern mehr zurückgeben, als wir nehmen? Und daraus ein Geschäft machen. Es geht ja weiterhin ums Wirtschaften. Ne? Also ich bin der Letzte, der sagt, Kapitalismus ist irgendwie blöd oder Wirtschaften ist blöd. Ich will auch nicht, dass wir in Holzhütten leben. Ne? Aber man kann sich eben fragen, was bedeutet ein gutes Leben? Wann ist denn auch genug? Wie viel brauchen wir denn wirklich? Und wenn man jetzt sagt, okay, wie kommen wir jetzt dahin? Wie kann so ein Weg aussehen für Unternehmen? Ne? Als Startup ist es vergleichsweise einfach, ja, weil man das sozusagen von Anfang an mit in die DNA aufnehmen kann. Aber wenn man jetzt ein Unternehmen ist, was schon ein bisschen länger am Markt ist, und darum geht es ja auch. Ne? Also wir brauchen ja auch die meisten Unternehmen sind ja schon da. So, und teilweise auch schon länger da. Und diese Unternehmen müssen eine Transformation schaffen. Und da steht jetzt Horizon 2 noch ganz rechts, das muss natürlich Horizon 3 heißen. Also es geht darum, dass man sagt, okay, wir müssen in diesem Modell einerseits langfristig denken,
Man kennt das noch so von der Eisenhower-Matrix. Ne? Da gibt es dann so eine Matrix, Dinge, die sind wichtig, aber nicht dringend. Das ist Strategie und das sind die Dinge, die werden halt nie gemacht. Ja? Sonst werden immer nur die Dinge gemacht, die wichtig und dringend sind. Und die unwichtig und dringend sind, werden auch gemacht. Aber die wichtig und dringenden werden nicht gemacht. Und das ist eben der strategische Weitblick, den man braucht und den auch immer mehr Unternehmen haben, muss man auch sagen. Ne? Es gibt den Begriff enkelfähig, auch ein spannender Begriff, den mal zu googeln oder bei Ecosia einzugeben. Da ist eine ganze Bewegung von Unternehmen, die sich darunter auch vereinigt und langfristiges Denken im Bereich, insbesondere beim Mittelstand oder familiengeführten Unternehmen hat, wo es darum geht. Die Welt von morgen erhalten und gleichzeitig das heute auch mitdenken. Ja. So, und deswegen geht es eben darum, diesen strategischen Weitblick zu sagen, wir gucken uns die Zukunft an und überlegen, wie wird die Zukunft sein und wie können wir da auch hinkommen. Und gleichzeitig dann aber auch zu gucken, wie können wir denn das Tagesgeschäft managen? Was können wir heute machen? Wie können wir heute unsere Rechnung bezahlen, unsere Mitarbeiter bezahlen, unser Business am Laufen halten und gleichzeitig auf die Zukunft hinarbeiten und dann eben den entsprechenden Übergang zu managen. Uhrzeit, wie viel habe ich schon? 18 Uhr. 18 Uhr ist es. Okay, alles klar. Genau. Dann ist die Frage, wie, wenn man als Unternehmen diesen Weg gehen will, welche Bereiche sind davon eigentlich betroffen? Ne? Und es sind alle Bereiche des Unternehmens betroffen. Wenn man sagt, okay, wir wollen diesen Wandel tatsächlich auch durchführen, dann geht es darum, einmal zu gucken, okay, das Unternehmen in der Welt, was sind eigentlich die Werte, die wir generieren, für welche Kunden generieren wir die Märkte, wie sehen neue und bessere Produkte aus, wie sehen planetpositive Produkte aus, wie sehen zukunftsfähige Netzwerke aus. Und gleichzeitig geht es aber auch darum zu gucken, innerhalb des Unternehmens, wie kriegen wir unsere Mitarbeitenden entsprechend leistungsfähig und motiviert dahin? Wie kriegen wir unsere IT-Infrastruktur umgestellt? Und wie kriegen wir auch die Rahmenbedingungen aktiv mitgestaltet innerhalb des Unternehmens? Genau. Also da geht es darum, dass man sich im Unternehmen entsprechend aufstellt. Und das ist jetzt ein Modell, wo es darum geht, einerseits die Dinge, die wir haben, effizienter zu machen und zu verbessern, also Exploit, das Vorhandene besser machen, mit einer Challenge, die eben heißen kann, verbessere das Vorhandene so, dass die Bedarfe des Planeten adressiert und gleichzeitig marktfähig, dass man gleichzeitig marktfähig bleibt. Und eben im Explore-Bereich, also wo es um die Innovation geht, die neuen Geschäftsmodelle entwickelt. Jetzt kommen noch drei Dinge, die man prüfen kann, drei Verbindungen, die man aufbauen kann. Denn das hier steht jetzt Reconnect with a Future Planet Ecosystem. Wir haben als Wirtschaft, als Unternehmen ganz oft die Verbindung zur Natur verloren. Man hat so das Gefühl, man lebt hier in dieser Urbanität und ist aber eben nicht mehr mit dem Planeten verbunden. Und man kann hier eben dreimal sich neu verbinden. Das erste ist Reconnect with the Future. Das ist quasi der Horizon 3, also dass man sagt, wir gehen in die Zukunft und gucken uns hier an, wie könnten denn mögliche Zukünfte aussehen? Wie sind denn Zukunftsszenarien, auf die wir uns einstellen können? Zum Beispiel, dass da kein Wasser mehr in den Flüssen ist. Das ist eins dieser Zukunftsszenarien, die nicht ausgeschlossen sind. Das sieht man unten rechts, sieht man in diesem kleinen Bild, ne, dass da auch schon mal ein Tanker in der Elbe festgesessen hat, weil kein Wasser mehr drin war. Und das ist ein Zukunftsszenario, was für viele Unternehmen durchaus relevant ist und nicht unwahrscheinlich ist. Ein anderes Zukunftsszenario, das sind auch zum Beispiel für Logistiker spannend, sind neue Städte. Wie sehen Städte aus in der Zukunft, in den nächsten 15 Jahren? Was ist denn, wenn ich mit meinen LKWs nicht mehr in die Stadt reinfahren darf? Wenn die Superblocks aus Barcelona sich beispielsweise durchsetzen. Und dann geht es darum, in solchen Verbindungen mit der Zukunft Szenarien sich anzuschauen und daraus Entscheidungen für das Heute abzuleiten. Genau. Das zweite, Reconnect with the Planet.
indem man sagt, okay, wir versuchen jetzt zu gucken, wo sind denn die Verbindungen mit dem Planeten, die wir schon haben? Also wo sind denn die Materialien, also quasi die Punkte, die man auch in der CSRD sich anschaut oder in einem Nachhaltigkeitsbericht. Wo haben wir eine Verbindung zum Planeten, zum Wasser, zum Klima, über unseren CO2-Ausstoß, über die Materialien, über Landnutzung und so weiter. Und da zu schauen, okay, wie kann man hier nicht nur weniger Schaden anrichten, sondern eben das Geschäftsmodell möglicherweise umstellen. Beispiele haben wir ja jetzt gesehen. Und eben ganz wichtig, wie kann ein neues Ökosystem aussehen für neue Geschäftsmodelle, die wir haben. Das ist hier nochmal die Carbonauten, die Biokohle als Beispiel für Lieferanten zum Beispiel aus der Bauindustrie oder für alle, die was mit Materialien zu tun haben. Genau, jetzt sagt ihr vielleicht, ja super, würde ich ja voll gern machen, ist auch total toll, dieser ganze regenerative Kram, hast mir super erzählt, Jan, aber ganz ehrlich, ich habe andere Probleme. Ich muss mich hier mit der Inflation rumschlagen, ich habe einen Fachkräftemangel, außerdem habe ich Tagesgeschäfte und dieses ganze Nachhaltigkeitszeug nervt mich sowieso. Da kommt jetzt jemand und will, dass ich so einen Bericht schreibe. Tolle Sache, kommt noch nächstes Jahr um die Zeit nochmal wieder. Und das ist natürlich auch verständlich, ne? Weil es die Frage ist, was soll ich denn als Unternehmer tun? Weil die Optionen einfach riesig sind. Man kann, da kommen die Leute und sagen, naja, werd doch mal nachhaltig, indem du net zero wirst, net positiv, regenerativ, das habe ich jetzt gesagt, ne? Man muss hier regenerativ werden. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, die CSRD, das ist eine Compliance-Geschichte, das kannst du klein halten. Dann kommt der Nächste und sagt, ja, CSRD, das ist also als Compliance alleine, das ist schon eher größer. Dann kommt einer und sagt, ja, da hast du noch Zeit. Dann kommt der Nächste und sagt, nee, du bist schon viel zu spät. Also man weiß gar nicht mehr, wie man als Unternehmen reagieren soll. Und das ist tatsächlich auch für jedes Unternehmen ein Stück weit unterschiedlich. Und deswegen ist es eine gute Idee, eine Standortbestimmung zu machen. Also zu sagen, okay, wo stehe ich denn heute? Um dann zu sagen, ich starte da, wo ich bin. Ja? Start where you are, use what you have, do what you can. Und dann erstmal zu gucken, wo stehe ich, was haben wir, wo sind wir schon gut, wo sind wir noch nicht so gut, wo wollen wir hin, wo macht es Sinn, etwas zu verändern, wo haben wir die Möglichkeit, was zu verändern und wo haben wir vielleicht nicht die Möglichkeit, was zu verändern und wo dauert es möglicherweise länger, was zu verändern. Was sind die Dinge, die wir tun, was fangen wir als erstes an und was hält uns auch davon ab, zu starten. Wer möchte, kann mir eine Mail schreiben an jan@innovationist.de und dann bekommt ihr eine kostenlose Agenda mit einem kleinen Mini-Workshop, den ihr einfach bei euch selber durchführen könnt, für eine kleine Mini-Standortbestimmung. Gut, Takeaways. Also, um es nochmal zusammenzufassen, über die Adressierung der planetaren Bedarfe können die Kosten der Nachhaltigkeitstransformation auch zu Erlösen gemacht werden, indem man sagt, wir gucken uns an, wo gibt es neue Geschäftsmodelle, wo gibt es Ergänzungen in den Geschäftsmodellen. Es gibt einen Haufen Pioniere, die zeigen, wie es geht, auf ganz unterschiedliche Weise, sowohl Alteingesessene als auch Startups. Eine regenerative Transformation ist was Langfristiges. Da ist man nicht morgen fertig, auch nicht nächstes Jahr, auch nicht in 2 Jahren, sondern langfristig. Und es geht auch darum, heute damit zu beginnen. Zum Start sollte man 3 wichtige Dinge tun, sich die Zukunft anschauen, dann eine neue Verbindung aufzubauen, sich anzuschauen, wo sind die Verbindungen mit unserem Planeten und wie sieht unser Ökosystem aus und wie kann das neu gestaltet werden. Und das Wichtigste ist, start where you are, use what you have, do what you can, but start. Und wer Lust hat, darüber nochmal zu sprechen, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Vielen Dank.